Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Paul Eiper, Yusuf, der Angora-Kater. Yusuf war außerordentlich schön, etwa 2 Jahre alt, eine friedfertig milde Kreatur. Flockig bauschte sich sein fleckenloses Fell, und wenn man dagegen blies, schimmerte der Grund weiß wie Milch. Die Augen waren besonders groß, in der Färbung gleich satt leuchtendem Bernstein, goldgelb mit einem schwarzen Kreis in der Mitte. Bei Dämmerlicht weitete sich die dunkle Pupille so sehr, dass fast aller Sternenglanz darin verschwand, und wenn der Kater in die Sonne schaute, verengte sich die Schwärze zu einem dünnen, senkrechten Strich. Zuweilen schien es mir, als seien die Augen grün gefärbt, dann glich das aufgeplusterte Katzentier einer Eule, und hin und wieder funkelten seine Lichter rot, so dass man sich vor ihnen fürchten musste. Sein Charakter war besonders zuverlässig. Niemals hat der Kater genascht. Einmal fanden wir ihn auf dem Küchentisch neben einem ausgenommenen Huhn. Da saß er, die Vorderpfoten eng und gleichmäßig unter die Brust gebettet, geduldig und erwartungsvoll. Er wünschte sein Futter, angewärmte Kalbslunge. Um die Mittagszeit fraß er nichts anderes.